Herzlich willkommen und schön, dass du an einem Dienstagabend wieder eingeschaltet hast bei Turtle Gaming. Wir haben jeden Dienstag für euch die besten Retro-Spiele und heute verzücken wir euch mit einem Spiel aus längst vergangenen Tagen. Es ist Pokémon in der gelben Edition. Bleib also dran, viel Spaß damit! So, und da sind wir dann auch schon in-game. Wir haben uns positioniert auf der anderen Seite des Bildschirms. Starten natürlich mit der üblichen Professor Eich-Reihe. Natürlich wieder auf unserem kleinen hübschen Controller hier, inklusive Gameboy-Emulator auf dem Handy, um das Ganze ein wenig zu modernisieren. Das wollen wir natürlich trotzdem vergessen und ausblenden und trotzdem zusammen ein wenig Spaß haben. Wollen wir ja der Retro-Dienst dafür den Spaß vergangener Tage steht. Als wir alle noch Kinder waren, ich weiß, dass ich die gelbe Edition nicht ganz so viel gespielt habe. Ich hatte die rote und die blaue Edition damals, mein Bruder hatte die gelbe. Wir beide hatten dann irgendwann 150 bzw. 151 von 151 möglichen fangbaren Pokémon gesammelt. Immer natürlich miteinander getauscht, untereinander getauscht, auf dem Schulhof früher getauscht. Daran erinnern wir uns sicherlich noch alle. Natürlich auch gegeneinander gekämpft mit Hilfe des Link-Kabels. Das waren noch schöne Zeiten, daran erinnern wir uns alle sehr gut. Das ist natürlich lange her mittlerweile, aber so an sich sind das natürlich Zeiten, die man nicht so leicht vergisst, weil da natürlich auch Erinnerungen dran hängen. Und für mich war Pokémon so eine besondere Sache, weil es was Neues war. Ne? Man konnte kleine Haustierchen haben, man konnte mit ihnen Kämpfe austragen, Spielchen spielen. Es hatte so einen Rollenspielcharakter. Mittlerweile gibt es leider schon sehr viele verschiedene Pokémon. Ich glaube über 700 Stück. Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf leider nicht. Ich habe noch bis Pokémon Diamant gespielt. Danach habe ich es aufgehört. Ich hatte nochmal zwischenzeitlich die schwarze Edition 2. Aber es wurde mir zu, naja, einfallslos. Ne? Die Pokémon, die gefallen mir nicht mehr plötzlich, sind Mülltüten-Pokémon, diese Tutox und sowas. Das ist absolut nicht mein Ding gewesen. Leider. So, dann bekommen wir gerade unser Pikachu. Unser wunderschönes, brauchen wir keinen Spitznamen für geben. Und natürlich möchte Gary ein bisschen fighten. Donnerschock, zack. Paralysiert. Zack. Zack. So, direkt Level 6. Das ist doch schön. Ja, so an sich die neuen Pokémon-Spiele, die gefallen mir nicht mehr. Ich habe jetzt das Alpha Omega und wie heißt das andere? Ne, Alpha Rubin und Omega Saphir, so rum. Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe aber auch kein 3DS mehr, muss ich ganz ehrlich zugestehen, da ich da bis jetzt keine guten Spiele verkannt habe. Ich überlege mir wieder einen zuzulegen mit Smash Bros. Neuen und eben den neuen Pokémon-Teilen, weil die sollen echt gut sein. Und ich weiß, dass ich mich erinnern kann, dass ich auf dem Game Boy Advance SP damals auch viel Pokémon Rubin und viel Pokémon Saphir gespielt habe. Das Spiel ist absolut kein Neuland für mich. Ich habe schon viel Pokémon gespielt damals und ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit noch viel Pokémon gespielt. Daran erinnere ich mich gut, denn ich habe an einem Turnier teilgenommen und da gar nicht so unerfolgreich abgeschnitten. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte, weil diese Pokémon-Edition früher, die hat man aus Spaß gespielt bei so Turnieren. Da kommt es viel auf Taktik an, viel darauf an, welche Pokémon man hat und welche Spezialwertung, Initiativwerte etc. pp. Man hat und diese Pokémon dann eben haben, um sein Team darauf zu spezialisieren, mit welchen Effekten, mit welchen Items bzw. itemlosen Turnieren dann auch wieder nicht. Darauf kommt es halt an. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe mich halt in dieser Zeit, vor gut zwei Jahren war das glaube ich zuletzt, viele mit diesem Thema beschäftigt. Jetzt ist Pokémon für mich so ein Stück zurückgelassene Kindheit. Wir werden alle erwachsen. Man muss zugestehen, dass Pokémon eher ein Spiel für Kinder ist. Ich möchte nicht sagen, dass man es nicht spielen darf, wenn man ein Erwachsener ist oder ein junger Erwachsener.
Auch ich gebe zu, offen und ehrlich, dass ich mich gerne mal in der Runde Pokémon vertiefe. Auch ab und an wieder die alten Editionen auskrame. Ich habe Pokémon Rubin noch für Game Boy Advance und ich habe auch noch, wie gesagt, die schwarze Edition, die müsste auch noch im Schrank liegen. Wenn ich mal wieder ein DS hätte, würde ich die auch gerne wieder reinschieben. Es macht Spaß, es ist halt ein typisches Rollenspiel. Mit so ein paar kleinen Schmankerl, wo man eben sein Team trainiert und bestmöglich nach vorne bringt. Ne? Da ist nicht zu sagen, dass das ein Spiel für Kinder ist, aber es ist jetzt eben nicht das typische Spiel, was meinem Geschmack heutzutage gefällt. Mein Geschmack, der ist dann eher auf Sportspiele ausgeprägt oder Rennspiele, Shooter. Da gehört Pokémon leider nicht mehr zu. Definitiv trotzdem ein Top-Spiel und deshalb möchte ich es auch zeigen, weil ich wirklich viele Teile meiner Kindheit mit Pokémon verbracht habe. Und ja, viele Stunden meines Lebens mit, fast gesagt vergeudet, aber Vergeudung ist es eigentlich nicht. Ne? Es ist schon, hat einen ein Stück weitergebracht. Ne? Es hat einem ein bisschen Emotionalität beigebracht. Es hat einem in manchen Situationen auch kreatives und taktisches Denken beigebracht. Auch so ein bisschen Zusammengehörigkeit, im Team zu arbeiten. Ne, sowas alles bedenkt man natürlich nicht, wenn man jetzt ein Kind ein Gameboy in die Hand drückt. Aber durchaus kann sowas natürlich auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes haben. Und ich möchte nicht. Ah, das klappt so nicht. Ach so, hä? Ach, das ist der Arknopf. Nee, hä? Doch so. Ich möchte zwar nicht sagen, dass ich der netteste Typ der Welt bin, aber ich kann von mir behaupten, dass ich jetzt kein Arschloch geworden bin und schlecht erzogen bin. Also ich gebe mir schon Mühe, eigentlich ein netter Typ zu sein. Level 7 können wir jetzt auch mal langsam werden, weil der erste Arena-Kampf gegen Rocco, der ist, naja, das wird eben schnell Quatsch, das klappt irgendwie nicht. Irgendwie klappt das nicht. So wie ich es mir vorstelle. Und gegen Rocco mit einem Donner-Pokémon, und das wird schwierig. Das wird extrem schwierig, da zu bestehen. Ja, dann müssen wir echt gucken, ob wir das hinkriegen. Am besten fangen wir uns dafür dann direkt einen Taubsi gleich. Was Windstoß beherrscht, weil hier hat Stein noch keine Resistenz gegen Flugattacken. Bzw. Windstoß ist, glaube ich, noch eine Attacke des Typs normal. Und ist ganz normal effektiv, ohne Statusveränderungen gegenüber Stein-Pokémon. Das kann ganz hilfreich sein, weil Pikachu könnte ich nur ruckzuck ab Level 12 oder Level 14 anbieten und das ist natürlich nicht effektiv gegen Stein-Pokémon. Und da müssen wir uns dann definitiv was einfallen lassen, auch wenn Rocco noch einen Sandan hat, was wir definitiv mit Pikachu eigentlich besiegen könnten. Aber ein Tauboga oder auch ein Mankey könnten nicht schaden eigentlich. Wir holen uns gleich mal 10 Pokebälle. Dann können wir uns ein kleines süßes Team zusammenbauen. Nein. Hä? Hä? So, ich gehe nochmal einmal runter ins Gebüsch. Na. So. Ich verstehe nicht, warum man dann nicht klicken will. Habe ich das falsch konfiguriert? Ja, wie das? Okay. Nee. Okay, also mit einem Pikachu und Taubsi zu schwächen ist, glaube ich, nicht drin. Radfratz kann natürlich auch nicht schaden, direkt zu Anfang Radfratz zu haben. Das klappt besser, das haben wir gefangen, sehr gut. Ich hätte aber so gern Taubsi, ne? Das kriegen wir nicht hin, glaube ich. Dafür ist Pikachu noch zu stark. Schon zu stark. Außer Level 4er Taubsi, das könnten wir hinbekommen eigentlich. Oh, Level 7er Taubsi. Boah. Luxusschuh. Taubsi gefangen, Mann. Taubsi Level 7. Ist das geil.
Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass es Tauxi Level 7 im ersten Gebüsch gibt. Aber das ist natürlich super praktisch. Haben wir auch mit dem ersten Versuch gefangen. Das heißt, im Käferwald können wir unser Tauxi schön trainieren. Und die ganzen Käfer-Snitches auspeitschen wie der Wind. Wie der Wind. Hä? Ja, ja. Warum will er es nicht? Ich raff es nicht. Dieser Controller, der ist echt fucking kaputt, glaube ich. Den müsste ich, glaube ich, mal erneuern. Irgendwie scheint er da die Steuerung nicht ganz zu wollen. Sonst würde es, glaube ich, ein bisschen flüssiger von der Hand laufen. Allzu lange wollen wir natürlich jetzt auch nicht das Ganze auf die Palme ziehen. Nein! Nein, um Gottes Willen, nein! Nein! Nervt mich doch nicht. Tschüss, ihr Affen. Ja, du hattest dein Package. Will ich doch gar nicht wissen, ihr habt ja schon Pokémon nicht gefangen. Mann! Ja, gut. So, gut. Level 9 Pikachu. Am Ende kommt nur noch ein Level 9 Käfer-Sammler mit Horn-Leo, glaube ich. Müsste so sein. Ah, ne, Raupi Level 10. Wo war das? Aber das hat keine Chance. Keine Chance, sehr gut. Und Pikachu bleibt Level 9. Müssen wir also noch ein bisschen trainieren. Oh, Nidoran weiblich. Habe ich ganz gerne als Pokémon. Können wir unser Team aufnehmen. So, da sind wir in Marmoria City. Marmoria City bei Rocco und Co. Jetzt wollen wir ein bisschen noch trainieren, unsere Pokis. Damit wir da auch in Rocco eine Chance haben. Vor allem Ruxuki brauche ich als für Pikachu. Nidoran männlich, Volltreffer, sehr gut. Und so schneller kommen wir voran. Fangen wir uns, komm. Genau sagen wir mal nicht. 151 Pokémon gibt's, da kann man sich natürlich dann ruhig mal auch Nidoran männlich gönnen. Pikachu ist hartnäckig zu trainieren. Früher gemerkt. Level 81 hatte ich es mal, glaube ich, als Maximum. Level 100 hatte ich noch nie fern trainiert, ein Pokémon. Außer auf den nachfolgenden Editionen, dann eben Rubin, Saphir und Co. Da habe ich mich ja schon dahinter geklemmt. Da habe ich dann mein erstes Pokémon auf 100 war dann mein Voltenso. Das habe ich auf Level 100 gebracht, hochzugeben. So. Guten Schlag, freue ich mich. Auch da für Rocco die offensiven Attacken. Wobei ich es eigentlich mit Pikachu hätte das Onix schwächen können. Naja, egal. Okay, jetzt machen wir nur noch ein fettes Tauboga. Am besten, das finde ich richtig geil. Wenn wir da ein Tauboga bekommen würden. Rocco ist echt nämlich ein harter Typ. Den müssen wir erstmal besänftigen. Taucht sie den Ruckzucki? Das kann uns nur von Vorteil sein. So schlecht die Initiative auch ist, Ruckzucki trifft immer zuerst. Mal gucken, vielleicht reicht das jetzt so schon Pikachu und aber ich glaube nicht, nee, das wird noch nicht reichen. Also da ohne Vorsprung muss man sich mal vorstellen, wie ewig das dauern würde, bis man da ein gutes Pokémon trainiert hat. Also da hängt man wirklich gut eine Stunde dran, kann man so sagen. Eine Stunde auf jeden Fall, eine Stunde dauert es da locker. Ich glaube Tauroga erst ab Level 16, aber ich mach mal bis Level 14, vielleicht kommt es dann ja schon. Weil das würde natürlich auch die Angriffswerte von Tauxi im Raum pushen. Und da würde Onix dann auch anderes sehen. Das hätte da gar keine Chance. Ein Tauboga, das hatte er im Anime, hatte der Ash ja auch einen Tauboga. Aber ein bisschen braucht es noch mit Level 14. Level 3er Pokémon, die bringen natürlich auch nicht mehr so viele EP dann hinterher. Wenn du da schon Level 13 bist. Jetzt. Nee, kein Tauboga leider. Ach, fuck. Wollte ich doch gar nicht. Hallo. Hungrig. Alles klar.
Dann wollen wir mal kurz noch unser Pokémon aufladen. Und dann gehen wir nach in die Arena von Marmoria City. Und fighten natürlich auch gegen die anderen. Liegt da kein Problem mit. Sandan. Kratzfurien, ich bin nur Kratzer. Am besten direkt nochmal ins Pokémon Center auffrischen. Damit wir da gegen Rocco dann. Den machen wir auf jeden Fall noch zusammen. Dann ist der Retro-Dienstag ja auch leider schon wieder vorbei. Wenn wir da viel vorspulen. So, dann wollen wir mal. Aber ich glaube nämlich, dass wir noch keine Chance gegen Rocco haben. Das wird das Problem sein. Ja, da haben wir überhaupt keine Chance. Wenn so ein kleiner Stand und Tackle kann, dann war, ja, haben wir gar keine Gelegenheit überhaupt zu Onix zu kommen. Onix wird in den Kampf geschickt. Da können wir ein paar Sandwirbel mit Taubzi raushauen. Bis es nichts mehr sieht. Dann könnten wir eventuell mit Rutenschlag ein bisschen was rausholen gegen Onix. Ne, dann Onix trifft ja eh nicht und macht nur Geduld. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen mit Rutenschlag was machen. Und Onix versuchen zu schlagen. Und wie, Jungs. Überragend macht das Rattata. Ratfratz gegen alle, Ratfratz gegen alle, Nidoran. Auch tackeln ohne Ende. Boah, ja, die Hälfte ist weg. Bisschen Heuler. Damit hast du nicht mehr so viel Angriff und Pikachu auch ein bisschen überlebt dann. Kreidenschreiber bringt auch nichts, gar nichts. Onix bringt das gar nichts und das sieht ganz gut aus. Und das ist dann die Taktik, die man im ersten Arena-Leiterkampf, der ist definitiv der härteste auch. Silberblick nochmal schön für die Defensive, da passiert nichts mehr. Der ist schon völlig ausgenutzt. Nee. Keine Chance mit Klammergriff. Dann wechseln wir nochmal jetzt schön zu Pikachu. Und Pikachu macht kurz einen Prozess. Sehr gut, kein Level Up für Pikachu, aber für Nidoran immerhin zwei Stück. Und die vollen Blitz können wir jetzt einsetzen. Das ist Pokémon in der gelben Edition. Ein Klassiker für sich, ein Spiel für sich und definitiv eines der besten Spiele meiner Kindheit. Kann man so nicht anders sagen. In diesem Sinne sehen wir uns dann schon am nächsten Dienstag wieder, beziehungsweise noch einige Male vorher. Mal gucken, wann und wie ich Zeit finde, ob noch was vor Silvester kommt. Das werden wir dann sehen. Macht's gut und einen schönen Dienstag noch. Tschüss.